Hallihallo, Hallöchen, der Larus hier und zwar zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Kingdom Hearts Return of Memories. Das letzte Mal haben wir, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich glaube, wir haben, welche Welt haben wir? Herkules, oder? Herkules, ja, Herkules beendet. Und es ist ewig, ewig her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ihr wisst ja, dass ich damals das Projekt abbrechen musste, weil die Agrabah-Welt nicht so ganz wollte. Und zwar unter einer unmöglichen Framerate, die ich halt nicht ertragen konnte. Beziehungsweise die ich nicht akzeptieren wollte. Und habe ich einfach beschlossen, ja, kannst du jetzt erstmal nicht mehr aufnehmen, bis du das mit der Framerate hinkriegst. Und ja, dank dem neuen Rechner kann ich das. Also, klar, es gibt noch immer wieder kleine, einige Drops, aber wie ihr seht, habe ich die Qualität hochgeschraubt. Also, es gibt kein Anti-Alias, also Kantenglättung ist drin. Sodass das alles einfach ein bisschen hübscher aussieht. Es ist natürlich immer noch die Frage, inwieweit man sowas bei YouTube erkennt. Ich hoffe, man sieht es wenigstens. Um wenigstens halbwegs zu würdigen, was ich hier gerade Rechnerleistung aufbringe. Eigentlich sieht es schon ziemlich hübsch aus, muss ich sagen. Das Ganze ist halt ziemlich ewig her. Ich kann mich kaum noch an das Spiel erinnern. Aber gut, dass ich... Zack. Gut, dass ich die ersten beiden Teile, also besonders die für PS2, halt auch in Europa rausgekommen sind, sehr viel gespielt habe, als dass ich jemals dieses Spielprinzip vergessen könnte. Zack. Wegen kleinen Mini-Rucklern, die tun mir natürlich furchtbar leid immer noch. Gegen die kann ich auch nicht viel machen. Die sind einfach vom Emulator vorgegeben. Es ist nicht so, dass mein Prozessor nicht mitkommt, weil ich sehe die ganze Zeit meine Prozessorausleistung und die ist gerade mal bei 45% und der Emulator will einfach nicht richtig kompatibel dazu sein und so weiter und so fort. Und in der Zeit, wo ich alles ausprobiert habe, habe ich halt auch zwei Räume geklärt, um immer wieder zu gucken, wie gut die Leistung ist und die Performance. Und ich denke, in den Zwischensequenzen wird es keine Probleme geben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh scheiße. Ich habe mich kein Stück bewegt. Egal. Zack. Zack. Und zack. Das war's schon? Ist ja schlecht. Ich habe einfach mal ein Massive Darkness Raum genommen. Mal gucken. Zack. Und, ich denke mal, vielleicht ist das mit Agrabah echt nur so eine zeitweilige Sache. Also heißt, dass das nur Agrabah betrifft, diese extremen Lags, weil ich hatte ja davor auch keine. Und ich habe nie verstanden, warum das so passiert ist und ich muss es auch nicht verstehen. Egal. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall... Oh, fuck. Da war eine Karte. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall beruhigen, sobald ich aus Agrabah raus bin. Aber wir befinden uns in einem Leckbereich, der total ertragbar ist. Also ich habe hier ein, zwei, drei Frame-Verluste immer nur. Nein, du gehst mir nicht weg. So. So, zack. Wunderschön. Ja. Wie gesagt, das Ganze ist ja jetzt hier auch schon eine ganz, 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 ganz gute Weile her. Deswegen seid mir nicht sauer, wenn ich vieles vergessen habe. Es wird weiterhin Übersetzung geben. Und für alle, die dieses Spiel schon irgendwie Gefallen daran gefunden haben oder es schon überlegt haben, selbst zu spielen, aber keine amerikanische PS3-2 besitzen, oder generell das Spiel sich aus dem amerikanischen Markt kaufen wollen, weil es da um die 80, 90, 100 Euro kostet oder so. Also das ist mittlerweile schon ziemlich wertvoll geworden. Zack. Machen wir noch einmal. Ach, scheiße. Richtig eklig, merke ich schon, sind diese Böllerwampen. Das sind diese ganz großen. Ich wusste mal die ganzen Namen von den Viechern, ey. Die haben auch alle Namen. Man soll es nicht glauben. Ja, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht in Zukunft mal was Neues ausprobiere. Und zwar, mal so, ja, ich weiß nicht, ich habe das mal in einem anderen Let's Play gesehen, dass jemand, Gegnerinformationen eingeblendet hat, wenn er einen neuen Gegner getroffen hat. Und ich überlege, ob ich das genauso mache, aber ob es hier in Kingdom Hearts Chain of Memories viel Sinn macht. Das ist halt die große Frage. Licht da hoch? Ja, ich will da hoch.
Beziehungsweise der Wille spielt hier gar keine Rolle. So. Wird natürlich auch immer weiter frisieren. Kack. Und wie gesagt, für Mini-Ruckler entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Zack. Es sind halt, wie gesagt, echt Ruckler, die im machbaren Bereich sind. Zack. Und wenn es fies wird, dann werde ich da auf jeden Fall auch die Qualität ein bisschen runterschrauben. Aber momentan bin ich halt der Meinung, dass die Qualität dementsprechend ist. Was dieses Leveling angeht und da Mini-Lags angeht, ach, das ist normal. Und wie gesagt, das ist vom Emulator so vorgegeben. Ich kann da halt eben nicht sehr viel rumschrauben. Ihr seht, das läuft hier wunderbar. Nur wenn irgendwelche Partikeleffekte abgerufen werden. Gut, ich sollte wahrscheinlich jetzt hier nicht die ganze Zeit irgendwas schönreden oder sonstig. Oder beziehungsweise auch irgendwas schlecht reden. Das macht alles keinen Unterschied. Gut, ich sollte mir mal langsam die XP holen, bevor die weg verschwinden. Ja. So. So. Na dann. Na toll. Das war auch voll gerade meine Absicht. Egal. Zack. Also ich sehe echt, dass ich Probleme mit diesen Bella-Wampen habe. Oh, ein Premium Card. Zack. Zack. Ja, super. Ach man, leck mich. Zack, fertig. Ich sollte echt mehr Magie in meinem Inventar haben. Fat Bandit. So, ich möchte aber keine Premium-Karte. Ja, sowas läuft nicht. War klar. So, Gegner ist gespawnt. Wo? Da vorne. Zack. So, machen wir erstmal die Böllerwampe. Eigentlich so lange, wie er hier nicht dran ist. Ah, egal. Ja, war klar. Nein, aus. Okay. Ich sollte mal ein bisschen taktischer hier gerade vorgehen. Ja, und jetzt sind einfach zu viele Gegner auf dem Screen. Ja, das ledigt sich auch gleich. Beziehungsweise diese Bella-Wampen, glaube ich, nehmen unglaublich viel ein. Zack. So. Natürlich wird es auch weiterhin Übersetzungen geben, für die, die nicht so englisch bewandt sind. Ich glaube, vorhin habe ich angefangen davon zu sprechen, was ihr machen könnt, wenn ihr das Spiel nicht besitzt oder keine USA-PS2 besitzt. Fuck. Ich glaube, sowas bricht mich immer ab. Das Spiel und der erste Teil und dieses Spiel hier, was niemals in Europa erschienen ist, wird bald für die PS3 nochmal released. Und zwar als HD Remaster, wie wir sowas schon einige Male gesehen haben. No. Schnetze dich mal so ein bisschen dadurch. Holen wir uns mal die ganzen Punkte. Zack. So. Zack. Zack. Wunderschön. So, ich sollte mich auch mal langsam wieder heilen. Ja. Die ganzen Dinger gehen kaputt, ohne dass ich sie benutzen kann. Das ist schon so leicht frustrierend. Ach, Mist.
zack. Am liebsten immer vorher die Dinger hier töten. Weil die echt ätzend sind. Oder zumindest am ätzendsten von allen sind. So. Schön die XP einsammeln. Ja, super. So. Auch wenn es eine merkwürdige Kombi ist. So. Na los, komm her. Ich denke, es liegt wirklich an dem Level Agrabah, dass irgendwas da nicht so ganz beim beim Emulieren laufen will. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also ich denke, in späteren Leveln wird das nicht so heftig sein. Ich werde auch erst das Video hochstellen, wenn ich die nächste Welt besucht habe. Nein, 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 nein. Ach man. Ja, das ist so ein kleines Problem. Zack. Erstmal will ich die hier ausschalten. Zack. So. Ah. So. Ha, geht doch. So. Wow. Oh, cool. Hat doch ganz gut geklappt. Oh, diese Anspannung öfters, ey. Sehr unangenehm. Egal. Nein, aus. Aus. Ah. Ausgewichen. So. Zack. Ich werde hier, glaube ich, auch in Agrabah einfach nicht so große Räume machen. Das ist ja doch schon sehr nachteilig für den Emulator. Aber ist egal. Zack. 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 Wunderschön. Unbeendet. Wieder mal. Ich krieg andauernd nur beendet irgendwie. Hab ich das Gefühl. So. Zack. So, zack. Natürlich werden wir wieder mal die Räume, die wichtig sind, erst am Ende aufmachen und vorher alle anderen Räume klären. Zack. Gucken wir uns mal kurz die Karte an. Wir haben diesmal 1. Was haben wir hier? 2, 3, 4. 4 Räume. Ja, wenn ich das richtig zähle. Gut. So. 4 Räume, die wir noch klären müssen. Wobei ich denke, dass ich mit einem auch einen Raum weniger machen kann. Da. Ich denke, dass ich gut überlevelt bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich unterlevelt bin. Zack. So, ich sollte mir dann nochmal, by the way, die Special Moves mal reinziehen. Ich habe ja noch so Special Moves. Darf ich nicht vergessen.